Geschichten vom Moggerle. So, und los geht's. Ihr erinnert euch vielleicht noch, bei der letzten Episode ging es darum, dass wir uns vorbereitet haben, das Auto bis zum Dachnauf vollgepackt haben für eine Reise über 2 Tage ins Hohenloher Land zum Moggerlers-Treffen. Ja, dann sind wir also losgefahren. Heiß war's. Ich glaube, an dem Tag hat es so 38 Grad gehabt. Und wir sind mit dem Fiat 500 ca. 90 Kilometer über Land natürlich, weil die Autobahn, die ersparen wir dem Glanerler natürlich, ja, sind wir ins Hohenloher Land gefahren. Rechtzeitig ging's los, denn mein Süßer war, wie ich ihn gefragt habe, bei der Abfahrt schon recht aufgeregt. Das kenne ich eigentlich nicht von ihm, aber er hat es zugeben. Gesagt, und wie ist es? Und er drauf, aufregend. Ja, es war aufregend. Wird er denn durchhalten, der Gla? Man hört ja immer so Sachen, dass die kleinen Fiat 500 gerne mal liegen bleiben. Und so lange Strecken hatten wir jetzt noch nicht mit ihm vor. Einmal ist er 270 Kilometer gefahren, das hat er gut durchgehalten. Naja, schauen wir mal, wie er das mit 2 Personen drin schafft. Also los ging's. Über Ansbach Richtung Crailsheim ins Hohenloher Land. Unser Zielort war Satteldorf Elrichshausen. Gegen Spätnachmittag wollte sich die ganze Fiat 500 Gemeinde dort treffen. Ja, wir waren um 3 Uhr dort. Ohne Panne, ohne Pause, alles wunderbar. Wir waren die Ersten. Der ganze Platz war leer. Es ist dann, wenn du das erste Mal zu so einer Veranstaltung gehst, schon ein bisschen komisch. Was machst du jetzt? Wo platzierst du dich? Wo stellen wir das Zelt auf? Nachdem wir uns also irgendwie so 3-mal im Kreis gedreht haben, dabei einmal das ganze Gelände abgelaufen sind. Das Gelände ist ein ehemaliger Bahnhof, der von einer Privatperson, vom Rudolf Wagner, vor langer Zeit gekauft wurde und liebevoll hergerichtet und restauriert wurde. Die Bahnhofshalle, also das eigentliche Bahnhofshauptgebäude, das ist eine Art Museum für seine Oldtimer geworden und er hat es aber wirklich in Eigenregie und auch in finanzieller Eigenleistung selbst restauriert, denn bekommen hat er nichts dafür, das hat er uns dann auch erzählt. Als es dann fertig war und auch noch einen Preis gewonnen hat, der Bahnhof, dann hat er mal leise angeklopft, ob man denn nicht vielleicht von der Stadt doch ein bisschen was dazu zahlen dürfte. Dann hieß es, ja, fertige Sachen können wir nicht mehr bezuschussen. Vorher hat man es ihm auch abgelehnt gehabt. Also das jetzt am Rande. Das Bahnhofsgebäude ist wirklich wunderschön hergerichtet worden. Es gibt dann auch noch ein weiteres Gebäude gleich zu Beginn, das genauso schön hergerichtet ist. Und das ganze Areal ist wie ein langgezogener, schmaler, aber langer Garten, den die Frau des Hauses genauso liebevoll hergerichtet hat. Mittlerweile sind die 2 schon an die 80 oder über 80, munkelt man. Genau verifizieren konnte ich es jetzt nicht, aber ich glaube es einfach. Und sie haben wahnsinnig viel Freude an ihrem Bahnhof, an den Oldtimern und an den ganzen Leuten, die die gleiche Leidenschaft teilen. Deshalb haben die 2 sich auch wahnsinnig gefreut, dass jetzt die ganzen Moggerlers, also die ganzen Fiat 500 Freunde, zu ihnen aufs Gelände kommen und dort 3 Tage verbringen, also ein Wochenende. Jetzt aber zurück zu uns. Wie gesagt, wir haben das Gelände erkundet, wir haben uns 3-mal im Kreis gedreht und dann beschlossen, dass wir unser Zelt halt jetzt doch einfach irgendwo mal hinstellen. Kurz drauf, als wir gerade am Auspacken waren, kam dann der Chef selber vorbei, der Herr Rudolf. Ja, und dann konnte man das natürlich auflösen. Er hat uns dann aufgeklärt, dass im vorderen Bereich die Moggerlers aufgestellt waren und im hinteren Bereich die Zelte sind oder auch die Wohnmobile, die noch kommen werden. Also haben wir unser Zeug wieder zusammengepackt und haben es ein Stück weiter hintergetragen. Haben dann auch ein schönes Plätzchen gefunden. Letztendlich war es ja egal, denn wir wussten, es wird eine sehr kurze Nacht werden. Wir treffen uns ja, um mit den Leuten zusammen zu sein und nicht um zu schlafen.
Während wir dann noch so ein bisschen aufgebaut haben, ich glaube, es hat so 1,5, 2 Stunden gedauert, kamen dann also die Nächsten. Und dann kam es Schlag auf Schlag, einer nach dem anderen. Am ersten Abend, am Freitag, reisten ungefähr die Hälfte der Teilnehmer an. Es bildete sich ein Kreis, also erst bestand der Kreis aus 3 Leuten, dann aus 4, dann aus 6, dann aus 9. Und so wurde er dann immer größer und der Spaß wurde natürlich auch immer mehr. Teilweise haben wir uns ja schon in Galenda kennengelernt und getroffen und da konnte man natürlich dann wunderbar anknüpfen. Ein Highlight war natürlich der Werner mit seinem Anhänger, mit seinem Schlafanhänger, der ja auch so ein kleines Ei ist, genau zu dem Mogole passt und er hat sich dann eben hergerichtet zum Schlafen. Ja, es ist eigentlich perfekt. Da war ich da fast ein bisschen neidisch, weil da hätte mich schon auch gern Neiglicht, statt in diese Dackelhütte da rein zu schlüpfen. Gut, wir haben es überlebt. Also es gab zum Abendessen, also gegen 20 Uhr sind wir dann alle losgefahren zum Italiener, stilecht natürlich, klar. 13 Autos im Konvoi. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, aber durch unzählige Kreisverkehre durch, das war dann immer putzig, wenn man ein Stück weiter hinten gefahren ist, hat man die vorne wie auf einer Perlenschnur aufgereiht gesehen und dann sind es alle in den Kreisverkehr rein und außenrum. Ich konnte nicht mehr aufhören mit Filmen, also ich habe es endlos gefilmt. Jedenfalls sind wir da beim Italiener eingefallen, der hat uns schon auf der Straße erwartet und gefilmt und fotografiert, was das Zeug hält. Der war so glücklich über diese ganzen Cinquecentos, die da bei ihm einfallen. Und ja, wir hatten dann ein wunderschönes Abendessen. Dann ging natürlich die ganze Tour wieder zurück. Und wir saßen dann noch bis in die frühen Morgenstunden zusammen im großen Kreis dann und haben viel Spaß gehabt. Bis wir dann alle in unsere Zelte verschwunden sind. Ja, das mit dem Zelt, kann man machen. Muss man nicht machen. Mal schauen, ob wir es nochmal machen. Keine Ahnung. Also, ja, es war aufregend. Es war spannend. Auf jeden Fall habe ich gut geschlafen. Das Ganze hat dem keinen Abbruch getan. Also, ich konnte trotzdem sehr gut schlafen. Irgendwann bin ich morgens aufgewacht, dachte, ich bin sehr früh wach, krabbel raus. Und natürlich alle schon wieder draußen gestanden und fit. Und das Originelle bei der Veranstaltung war, es gab eine ganz süße, genauso liebevoll hergerichtete Toilette wie eben alles andere für alle. Aber das hat gereicht. Es hat funktioniert und es gab auch keine Schlangen, witzigerweise. Das hat mich dann schon gewundert. Ich dachte, naja, da stehen jetzt dann Schlangen außen, aber es gab keine Schlangen. Es war wunderbar. Es gab auch den Luxus einer Dusche, einer Campingdusche, die aufgebaut wurde und die auch ja, sehr gut genutzt wurde. Also eigentlich war alles da, was man gebraucht hat. Es war wunderbar, auch wenn es kein Campingplatz war. Die Hauptsache war ja einfach, dass man zusammen ist. Naja, schönes gemeinsames Frühstück. Und dann war noch ganz viel, ja, wie soll ich sagen, entspanntes Zusammensein am Vormittag. Es kamen natürlich dann noch weitere Autos dazu. Und gegen Mittag, nachdem wir uns nochmal mit Würstchen und, was gab es eigentlich dazu, Würstchen, gestärkt haben, sind wir dann alle losgefahren. Dann war endlich die große Ausfahrt mit 23 Autos. Ich muss dazu sagen, diese Veranstaltung ist sehr klein, aber fein. Sie wird bewusst nicht groß publiziert, weil es einfach der Platz nicht hergibt und weil es natürlich auch die Gastgeber ziemlich anstrengend. Ich meine, sie sind jetzt nicht mehr die Jüngsten, aber die Gruppe, die das organisiert, die haben mir dann auch gesagt, sie sind ganz glücklich, dass die so mitmachen und dass sie diese tolle Location kriegen und dass die dann auch so dabei sind. Und man hat gemerkt, wie viel Spaß die Familie Wagner auch an dieser ganzen Veranstaltung hatte. Also es ist eigentlich ein sehr familiäres Treffen. Und dann kam natürlich der Clou, die Ausfahrt. 127 Kilometer durch traumhafte Landschaft, wunderschön ausgesucht. Es hat dem Mogole schon ziemlich was abverlangt, denn es ging zeitweise schon ziemlich bergig zu, bergig und kurvig. Aber sie haben es geschafft. Ja, natürlich gab es leider ein paar Ausfälle. Ich glaube,
3 Autos sind liegen geblieben. Das war sehr schade. Allerdings zum Teil gleich zu Beginn. Das heißt, es war nicht allzu weit wieder zurückzufahren und die haben dann ihre Autos repariert, während wir auf der Ausfahrt waren. Also, aber das weiß man einfach, wenn man mit den Moggerlis unterwegs ist, passiert das halt einfach. Und es ist irgendwie keiner gefeit davor. Also ursprünglich sind 23 Autos losgefahren, am Schluss müssten es dann so 20 gewesen sein, denke ich mal. Vielleicht täusche ich mich auch, aber 127 Kilometer und alle Achtung an den Organisator, der die Strecke im Vorfeld schon abgefahren ist, der Sammelpunkte ausgekundschaftet hat und der eine Roadmap gemacht hat, die war vom Feinsten. Also ich persönlich bin ja ein absoluter, ich sage immer, Orientierungslegastheniker. Aber mit dieser Roadmap konnte sogar ich den Weg finden. Also genial, da war ja jeder Baum, der ein besonderes Merkmal hatte, mit aufgezeichnet. Und so stelle ich mir eine Wegbeschreibung vor. Genau so. Und es hat funktioniert, denn klar, wir haben uns natürlich trotzdem mal verloren, aber immer wieder gefunden. Es war phänomenal. Ich war wirklich begeistert. Ja, wie gesagt, wir hatten also eine ganz tolle Ausfahrt, waren dann auch bei einem schönen Aussichtspunkt und haben dann eine Pause gemacht von einer Stunde etwa. Und dann ging es wieder zurück in den Sonnenuntergang. Also es war einfach schön. Richtig schön. Naja, und wir zwar waren glücklich, dass unser Moggerler durchgehalten hat. Es gab dann am Abend nochmal ein tolles italienisches Buffet, wo wir dann alle nochmal ziemlich lang zusammengesessen sind. Das heißt, ich glaube, die anderen sind lang zusammengesessen. Wir mussten dann gegen 9 fahren, weil wir wieder zurück mussten. Aber es war wirklich toll. Und was halt richtig schön war, die Teilnehmer, die am weitesten angereist waren, hatten 400 Kilometer hinter sich gebracht, kamen aus Overath, Achim und Ute. Die haben wir auch in Galenda kennengelernt. Und ja, die waren mit dem Wohnmobil da, das haben sie natürlich nicht mit dem Moggerle gemacht. Aber ja, es war wieder eine sehr, sehr schöne Runde. Wir haben wieder viele neue Liebhaber der Fiat 500s kennengelernt. Und so weitet sich es immer mehr aus. Und ich merke schon, mein Süße ist jetzt schon richtig angefixt, einmal was selber machen zu können. Bisher hat er ja immer gesagt, er kann das nicht. Und hat sich dann immer Leute gesucht, die ihm geholfen haben, wenn mal was war. Mittlerweile schaut es ein bisschen anders aus. Aber das ist eine andere Geschichte. Fortsetzung folgt.